Freunde der mittelmäßigen Unterhaltung, ich begrüße euch zu dieser neuen Folge von Ayuden Chronicle 100 Heroes. Wenn du jetzt zufällig mitten in dieses Abenteuer hineingeplatzt bist, hier geht's zum Anfang zur ersten Folge. Ansonsten auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbeischauen, Link dazu in der Videobeschreibung, wenn du mal live dabei sein willst. Ansonsten genug geschnackt, los geht's mit dieser Folge. Rein in das wilde Getümmel. Weiter geht's, der Spaß, weiter geht das wilde Abenteuer, weiter geht das Rekrutieren, weiter geht das Voranschreiten der Hauptstory. 14 Stunden, glaube, hatte ich gesehen, 14 Stunden. Vielleicht machen wir heute 20 voll, mal gucken, wie gut ich mich anstelle. Obwohl, 6 Stunden wird ganz schön hart. Sagen wir mal vielleicht die 19 Stunden, knapp 20 Stunden. Das klingt irgendwie ein bisschen zuversichtlicher. So. Und dann machen wir mal hier. Ab geht's. Geht. Ja, es funktioniert alles wunderbar. Basis hatte ich ausgebaut. Team ist auch vorhanden. Sieht gut ausgeruht aus. Ich gehe trotzdem gleich nochmal ins Hotel schlafen. Weiß jetzt nicht, was sich so viel hier verändert hat. Ausgebaut hatte ich ja eigentlich alles weitestgehend. Ich weiß jetzt nicht, ob irgendwie neue Leute hier in die Stadt gekommen sind, die sich hier reingeschlichen haben. Das muss ich dann alles noch erstmal sehen, aber ich habe auch gar nicht so die Lust gerade, das alles zu erkunden. Also hier sieht erstmal schon alles verlassen und verfallen aus. Muss noch ganz dringend aufgearbeitet werden. Wo jetzt eigentlich hier hin? Ach, das ist der Knast. Da haben wir den ja gefangen genommen, stimmt ja. Ha! Lustig, hier hocken ein paar Verbrecher drin. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, bei dem nicht, Lager. Ja, Runen setze ich mir mal nicht ein. Ich denke, das passt soweit. Wo gehe ich erstmal hin? Ich gehe erstmal eine Runde schlafen. Vielleicht ist ja noch jemand Neues ins Gasthaus gekommen, mit dem ich sprechen kann. Wäre für mich halt naheliegend, dass hier ein neuer Charakter irgendwie im Gasthaus hocken würde. Aha, good to see you. Ja, süße Träume. So. Erstmal da schon mal übernachtet. Wunderbar. Uiuiui, Oma. Oma rennt mich über den Haufen. Da gucke ich jetzt drüben nochmal in mein Warenhaus. Handelsplatz. Den habe ich ja jetzt ein bisschen aufgehübscht. Vielleicht verkaufen die dadurch bessere Sachen. Ach ja, hier ist meine Rüstungsfrau. I have just the thing for you. Schneidschutzweste, ja. Nehmen wir mal. Ja, können wir verkaufen, so. Für Melore ist das auch nicht schlecht. Schöne Schilde hat sie. Dann kaufe ich die für Melore nochmal. So. Eisenmaske. Oh, das ist aber auch sehr gut für sie. So, ansonsten sieht alles gut aus. Hatte schon ein bisschen Angst, dass sie auch nur Müll
im Angebot hat, aber hat sie nicht. Die hatte gute Waren. Der hat auch nur Heilkraut. Ich trage schon so viel mit mir. Das ist ein etwas... Was mache ich denn damit? Die Runen... Oh, ich habe so viele Runen bekommen. Rune des Seitenhiebs. Rune der Fähigkeit. Die muss ich alle mal einlagern. Ich habe eine Schuppenrüstung, die ich hier anlegen kann. So, ich mache einfach mal Auto. So. Oh, okay, auf jeden Fall muss ich ein bisschen hier was magischer Tropfen gegen Giftkraut. Ja, die Runen muss ich einlagern. Also Abenteuer ist doch nochmal kurz auf Eis gelegt. Immer ein bisschen hier Mikromanagement machen. Aber das muss leider, das muss ja leider. Wenn die mir nur so ein wenig Inventar geben. Was will ich machen? Ich muss es ja einlagern. Right away. Lagern. Ah, hier ist das alles. Malachitring. HP 30, das ist ganz gut. Hat kritische Trefferrate leicht erhöht. Also die kann weg. Rune des Schlafschlitzers. So, das ist erstmal alles, das auch nochmal. So. Jetzt habe ich 16 von 30 frei. Das ist doch schon mal wieder ein bisschen mehr. Was ist mit diesen Eiern? Keine Ahnung, weg damit. Die brauche ich erstmal. Magische Tropfen sind gut gegen Gift, kann man auch ganz gut gebrauchen. Gut. Thank you very much. What will it be? Ach, das ist mein Ressourcenmal. Okay. Okay, 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 okay. Dann geht's weiter. Aber ich glaube, Heilkräuter. Weiß nicht, ob ich mir die kaufe. Ja, ich bin dein Cousin, stimmt ja. So mehr habe ich hier gar nicht. Oh, wer bist du denn? Ah, da ist ein neuer. Da ist ein neuer. Oh, oh, spektakulär. Utterly spektakulär. What an incredible achievement. Aha, du hast ja einen komischen Akzent. Oh, where are my manners? My name is Kron. And I'm with the Achievement Society. Our organization publicly recognizes those who have done remarkable things. In fact, I am going to recognize your incredible achievement right now with a nice sparkly medal. Why, just watch how much fun this is. Here we go. Okay. Krons Medaille erhalten. Now, on behalf of the society, I'll be opening a branch office right here in town. So, if you achieve, don't forget to stop by and receive. Okay. Dann kriege ich halt Ausrüstung dafür scheinbar. Du siehst auch ein bisschen gruselig aus. Gesellschaftsvorsitz Kron. I mean... Who even knows what you'll accomplish next?
Not me! So, let's see. Okay. If we're headed to the Treefolk Village, we want to head across the South Bridge and then southwest, yeah? Yep. Once we reach the village, I'll guide you the rest of the way. Okay, Sabine. Jetzt muss ich doch noch mal gucken. Jetzt habe ich den quasi aufgenommen. Ob ich denn für den schon was bauen kann. Das ist der schöne Markt. Der sieht auch sehr schön aus. Hier hinten war ich noch gar nicht weit. Das ich noch gar nicht erkundet. Das ist eigentlich Schande. Da hinten war ich auch noch nicht. Wer bist du? Ein Bewohner. Alter, was hat denn der für krasse Kreisel? Na, da gegen den brauche ich nicht spielen. Ach, da ist mein Zwerg als Bergarbeiter. Oh, sehr krasse Kreisel. So, dann schaue ich mal, ob ich jetzt dieses Medaillenhaus, Auszeichnungshaus eröffnen kann. Oder hat er sich schon niedergelassen? Das weiß ich nicht. Can I help you, perhaps? Heiße Quelle, nee. Da brauche ich Hauptquartiervermögen. Ja, das wäre jetzt cool zu wissen, wo der sich eingenistet hat. Aber er hat es ja schon eröffnet, hat er gesagt. Nee, hier nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass er das hier unten macht. Oder vielleicht auch nicht. Das war der Friedhof. Da war Gefängnis. Okay. I see. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wo der sich versteckt. Wo der seine Gesellschaft jetzt hier aufgemacht hat. Unten ist der Knast, hier oben. Ah ne, da ist ja nur der... der Sitzungsraum. Lagebesprechungsraum. Da hinten geht es nicht rein. Da kann ich nochmal hochgehen. How fortunate. Ideales Wetter für Schwertübungen. Hier ist auch noch nichts. Da auch noch nicht. Es geht noch höher. Cool. Da oben steht er. Ja, ich habe schon mal letztes Mal gesagt, Rooftop Bar wäre hier ganz nett. Ey, keine Ahnung, wo der seine... wo der... der wird mir auch nicht angezeigt. Dann ist er draußen wahrscheinlich. Würde ich einfach mal davon ausgehen, aber... bin mir nicht sicher. Aber
der hat sich jetzt ja hier nicht ins Handelshaus niedergelassen. Nö, hat er nicht. Na, hier wird der Runenhändler noch mit reinkommen. Rüstungshändler haben wir, Kräuterhändler, was haben wir, was gibt's denn noch? Kartenhändler wird da bestimmt mit reingehen. Keine Ahnung, also Kron ist mir jetzt erstmal egal. Vielleicht in... Keine Ahnung. Hallo, gibt's hier noch was? Nee, nur eine lange Mauer. Nichts zu berichten, cool. Okay, genug hier rumgeeiert, jetzt... Legen wir mal los. So richtig, richtig. So mit Action und Kämpfen. Ne? Und Story. Alles drum und dran. Genau, da unten hin. Aber da kann ich jetzt noch einen rekrutieren. Weil da hatte ich ja einen Schlüsselgegenstand. Komm, kämpfen wir mal wieder ein bisschen. Oh, da ist eine Kiste da hinten. Hätte ich die Kiste angreifen müssen? Vermutlich, oder? Verdammt. Hätte ich das mal gemacht. Das ist mir noch vorher nie aufgefallen. Also, oder ich hatte die Situation noch nie, dass da eine Kiste mit im Kampf war. Hier kann ich schön Ressourcen sammeln. Ein paar Resources. So, jetzt sind wir her. Wo ist hier noch was? Hier war so viel. Mach trotzdem ein paar Kämpfe. Oh, das war das, die Lichtattacke. Die sollte sie nicht zu viel einsetzen. Des Manas wegen. Wunderbar, ihr müsst nicht ein paar Level aufsteigen, Kinders. Seid nur ein bisschen schwach. Da gibt's noch Holz. Sieben Bauholz. Und Nummer 7. Alles klar. Dann diesen kleinen Abstecher noch eingelegt. Ist jetzt hier schon offen, dass ich tiefer rein kann? Nee, da versperrt mir immer noch den Weg und sagt, nein, das ist noch zu gefährlich, du darfst nicht weiter. Map, map, map. Das ist zu gefährlich. Einfach Autoangriff hier. Reicht aus.
ein ganzer Schaden. So. Jetzt geht's aber mal hier wirklich richtig los. Kann es ja nicht angehen, dass ich hier die ganze Zeit rumdaddel. Nee, komplett an. Gut. So, da wollen wir hin. So, it's back to the tree folk village. Yes. I know already. Can't we just like pshoo there somehow? Like with a rune lens. A rune lens of pshooing. I know rune lenses adapt their power to a wielder's talents, but I don't know anybody who can use pshooing. Too bad. Looks like we're hoofing it. Müssen wir ja. Wir müssen ja leider laufen. Und speichern. So, und dann... Ach, das war das mit den Pilzen, ne? Stimmt ja. Die Pilze verschwinden. Wenn ich noch ein bisschen Bauholz einsammle. Gut, da war ich schon. Shouldn't we just let them go? Nee, wir knüppeln die nieder. Wir knüppeln die nieder. Yes. A nice, smooth hunt. Ja, wir haben ja noch ein paar Leute, die brauchen Erfahrungspunkte. Da steht er, den brauche ich gleich. Schlüsselgegenstand lege ich ja nicht ab, bin ich der Meinung. Deshalb sollte ich die Linse ja noch haben. Let's do this. Auf geht's. Jawohl. Throw me someone stronger next time. So, jetzt schon mal Level 19. Nett. Ich hab deine Rune. Look what I found. This is a rune of conservation, right? I don't believe it. Thank you. This will be a great help to my studies. I might even be able to make these boots I thought up that produce levitational power. It's this idea I've been kicking around. Okay, ja, klingt gut. With your boots? How long has that zinger been knocked? Sorry. Search in vain long enough, and your idle brain starts to concoct some horrific material. Anyway, thanks for the help. The way you made short work of it, you must be an experienced adventurer. Yeah. If you don't mind, could I join you in your travels? Du bist bei uns immer willkommen. You have a place with us. Wir brauchen ganz Excellent. Viele Leute. Then Garen and his unique brand of magic are at your service. Der reisende Magier. Okay, wieder einer mehr. Soll mir recht sein. Bisschen Weizen. Aber ich muss ja gleich wieder dieses komische Rätsel da machen, ne? Mit den Pflanzen, die einen wegspucken. Jawohl, genau hier.
Jetzt muss ich nur noch meine Pflanze finden, die die richtige war. Die war hier oben, glaube ich. Genau da. Shouldn't we just let them go? Naja, wir verprügeln die jetzt hier ein bisschen. Wir lassen hier niemanden zurück. Einfach so fliehen. Halten aber gut durch. Halten gut durch. Ja. Einmal wegspucken, bitte. So, heilen muss ich nicht. Nee, das kann ich gleich vor Ort machen. Diesmal kein Bosskampf. Sehr schön. Und schon ist man wieder im Dorf der Baumhirten, was beim letzten Mal ewig gedauert hat, gefühlt. Müssen wir hier lang. The gray branches bid you free passage. Go in peace. Das finde ich nett, danke schön. Ihr lieben Baumhürden. Eucharist is just through here, right? Ich mache letztens noch, ob Marisa und Garou sicher zurückgekehrt sind. Du bist Freund von Baumhütten, Hütern, Elfen. Du wirst noch groß rauskommen, wie? Klar, Noah muss überall seine Nase reinstecken. Aha, Gar hat wohl ein Auge für Leute. So. Gott. Erstmal zu Hause bleiben hier. Bisschen schlafen. Ansonsten. Mit den Runen konnte ich eigentlich nichts machen, ne? Kann jetzt hier nochmal nachfragen. Ändern. Ja, ist die Rune der Geschwindigkeit, ja. Da könnte ich jetzt was einsetzen, okay. Ja. Habe ich leider nicht dabei. Kann echt viel freischalten. Stufe 21. Das ist krass. Eigentlich ist im Vergleich zu den anderen ist sie echt stark. So, kann ich hier noch jemanden... Ah, da ist doch jemand. Dich kenne ich doch. Mein Papageienfreund. Welcome to my establishment. How might I be of service? Der Squash. Ich hatte gehofft, dass du uns vielleicht dass du dich anschließen möchtest. Ganz direkt mal fragen. But are you suggesting that I join the alliance? Why, that would be quite. May I direct your attention to this brooch here? Its stone was rune cut and as such it commands a considerable price. Would you not agree that the cut is exquisite? The stone shines more brilliantly than any I've ever seen. Oh. Alas, the handiwork is not my own, and I yearn for a day when I could craft comparable splendor. Yet, I lack a necessary component to do so. Oh, sure. The item in question is called a sparkle stone. They say the stones are hoarded by phantom birds, which appear in only the most verdant of forests. Mm-hmm. Oh, how I wish to one day behold it sparkle with my own eyes. Were you the sort of fellow who could acquire such a prize? Huh, I would certainly have no reservations about opening a shop under your auspices. Okay, a sparkle stone it is.
Okay, dann schreibe ich mir das mal auf. Squash. Glanzstein. Er hat mir auch gesagt, welche Vögel das sind, ne? Sagt er mir das nochmal? The item I seek is a sparkle stone, a jewel said to lay in the claws of forest creatures called phantom birds. I anxiously await word of your success. Okay, notiert. Und hier kaufe ich erstmal Ressourcen einkaufen. Okay, da ist der alte Baum. Ich muss doch hier Ressourcen einkaufen können. Ach, da unten. Da war ich wieder ein bisschen Aschenputtel-Skript. Okay, brauche ich auf jeden Fall fürs Theater später. Nee. Statue eines uralten Kriegers. Ansonsten möchte sich scheinbar keiner anschließen. Nee, ich war doch hier unten. Hier unten geht's weiter, ne? Ja, genau. Und jetzt da rum. Schauen wir mal, was einen da erwartet. Was da so Wunderbares passiert. In diesem neuen Abschnitt. Großer Wald Süden, Tiefen. Speichern wir das mal. Glanzstein. Wahrscheinlich werde ich den hier finden, ne? Hier ist eine Spuckpflanze scheinbar. Da steht schon eine Spuckpflanze. Big mistake. Ah, die sehen ein bisschen gefährlich aus. 45 Schaden. 97 Schaden. Das sieht böse aus. Eieiei, die hauen aber. Die hauen ja ganz schön rein. Krasser Bums. Alter, was passiert denn hier gerade? Die nehmen mich ja komplett auseinander. Meine ganze Wiederbelebung erstmal verballern. Na, du machst mal. Bald du rankommst. Leck mich am Poppes, Alter. Gut. Da
Lade ich aber nochmal neu. 1502. Was ist denn das auf einmal jetzt hier für... Was sind das auf einmal für Gegner? Die mir jetzt hier den... Den Poppes so aufreißen. Na, so habe ich aber nicht gewettet. Das war schon ein bisschen heftig. Okay, das sind drei davon. Eieiei. Der schlägt schießt daneben, natürlich. Warum auch treffen? Normalen Angriff. Gnadenschuss kann der für drei machen. Der hat seine Verteidigung da hochgeballert. Peng. Schon wieder Verteidigung hoch, ja? So, jetzt aber Auto. Das sollte ja reichen. Uff. Kommst in ein neues Gebiet und die Gegner bumsen dich doch komplett weg. Das... Harter Tobak. Harter Tobak. Muss man durch. Malachitbrosche. Gib mir mal einen. Spuck mich mal weg. Ah, da bin ich jetzt gleich schon, wo ich hin muss. Wo spuckst du mich hin? Mystisches Holz, das brauche ich. Ah, Türkisbrosche, sehr schön. Gegner nicht so schön. Ich komme nicht an den Hasen-Erzhexe, weil die ist richtig böse. Deswegen müssen wir schnell die kaputt machen. Ich heile einfach mal alle in großer Angst, dass ich wieder voll einen auf den Sack bekomme. Dann kriegt sie schon mal einen auf den Deckel. Und der auch so, zack. Probieren wir es mal. Das ist viel Schaden, den ich da kriege. Viel Schaden. Gut, das geht. Deren Angriffe. Das ist nur die Hexe da hinten. So, einen normalen Angriff. So. Fügt einem was auf die Hexe, er auch auf die Hexe, fertig, bumm. Aber gucken, was bei rumkommt. Einfach mal schauen. Die Attacke ist so heftig. Let me heal you. Magical boom.
Okay, sie ist weg. Ich lasse sie aber einfach liegen. Ja, er macht seine... Erstmal so. So. Ruf da. Das sollte doch reichen. Gut. Nur ein Verlust geht doch. War aber auch nur eine Hexe. Nee, nicht das. Hab ja ein bisschen Heilkraut dabei. Zum Glück. So. So. Belassen wir es dabei. Dann spuck mich mal zurück. Geht's noch weiter, oder? Ich habe eigentlich keine Lust zu erkunden. Wegen den Gegnern, aber... Ach, das ist der Anfang. Sehr cool. Sehr cool, dass ich am Anfang wieder rausgekommen bin. Da kann ich mir gleich nochmal heilen gehen. Mein Gott. Komm hier, mein Schläfchen bei euch. Gute Nacht, vielen Dank. So, jetzt nochmal Angriff hier. Also der hat mich da zurück einfach an den Ausgangspunkt gespuckt. Was heißt? Den ganzen Weg nochmal hier laufen. Also was mir bisher schon mal auch aufgefallen ist, dass die Gegnermodelle recht häufig recycelt werden. Weil die Hasen habe ich jetzt schon zigmal in unterschiedlicher Form gesehen. Genau wie die den Hasenhexer. So, wir verprügeln diese Hexe zuerst. Alles greift die Hexe an. Genau so. Damit die ganz schnell weg ist. So, wunderbar. Drei. So gefällt mir das. Sie kommt da. Sie macht den Rüstungsschlag, falls der sich hochrüstet, was ich nicht glaube. Gnadenschuss, fertig. Nett, nehme ich gerne. So, jetzt machen sie wenigstens noch mal ein paar Levels hoch, weil die haben auch schon ganz schön hinterhergehangen. So, wo spuckst du mich hin? Kleine Spuckpflanze. Ach, einfach hier zurück. Danke für nichts.
sehr freundlich. Dann gehe ich einfach weiter. Ah, 12 Bauholz. Das ist ja reichlich. So, wo sind wir jetzt gelandet? We've reached the border of Ucris. Okay. So, where is Perry? Periel. Periel natürlich. Sorry, Lady Periel. Where can we find her? The Ucrisian capital, Haishan. It's on the coast east of here. Haishan. Okay, let's get moving. Auf geht's. Aber hier gibt's doch noch was zu holen, oder? Eine Spuckpflanze. Wo spuckt sie mich hin? Ah, okay. Armband. Nehme ich alles gern mit. Es wäre jetzt schön, wenn sie gleich einblenden könnten, was das auch macht. Das Armband. Jetzt weiß ich, Perlenbrosche erhalten. Jetzt muss ich ins Menü gehen und gucken, was macht die Perlenbrosche. Erhöht Schadensreichweite leicht. Perlenbrosche, eine mit Perlen basierte Brosche, spüre die Stärke. Mhm. MP plus 50. HP 100, das ist auch nicht... Das ist ja nochmal deutlich besser. Passt. Let's see some spirit, folks. Heil... Killerpilz und die Hexe. Nee. Zweimal Hexe ist böse. Zweimal Hexe ist wirklich böse. Du heilst am besten mal alle. Trotzdem schon mal draufballern. Bums. 195. Krasses Ding. Okay, habe ich kommen sehen. Deswegen wirst du jetzt alle schon mal hier geheilt. Jawohl. Wenigstens ein bisschen geheilt. Bis auf Wyler sieht es ja ganz gut aus. Hätte ich mal Wyler nicht mitgenommen. Nee, du musst wieder erstmal alle heilen. So. So machen wir das. Oh, 106. Schöner Crit. Mal ganz schön eine mitgegeben hier. Francesca wurde eine neue Rune freigeschaltet. Das gefällt mir sehr. Francesca. So, du brauchst auf jeden Fall
Ansonsten passt noch, würde ich sagen. Hoffentlich. 3 Zucker. So. Musste man so diesen Weg gehen? Nee, man hätte auch einfach so normal durchlaufen können. Das muss ich jetzt nochmal rückwärts machen. Um die ganzen Sachen hier einzusammeln. 6 Gegengiftkraut. Die kann ich gleich mal wegtun. Let's do this. Guck mal, Auto. Das sollte ja machbar sein. Oh, was macht sie denn jetzt? Hat ja aber ganz schön oft verfehlt. Was war das denn hier? War wohl nicht die beste Attacke. Jetzt ja, jawoll. Bums. Ja, das ist doch scheiße. Das kostet eine Menge Mana und trifft mich. So, für sie ist ohne Rune freigeschalten worden. Die hat doch jetzt das ganze Mana verballert. 64, cool. Wer hat euch denn ins Hirn geschissen? Erstmal den Automodus. Wo ist der Automodus? Kämpfen ohne MP zu verbrauchen. Show. Boom. Bei mehr als 3 Feinden. Deswegen hat sie das gemacht. Verständlich, dass sie dann sowas raushaut. So, das war's aber. Jetzt kann ich wieder hochgehen. Das hat mich natürlich ein bisschen aufgeregt, dass sie da so das ganze Mana verballert. I don't like it. Let's get it done. Oh, Bärenkrieger. Fangen wir mal vorsichtig an. Einmal das, ein bisschen vorsichtiger. Und er greift an. So. Gucken, was diese Bärchenkrieger da können. Aber sie halten nicht so viel aus. Oh nein, er ruft eine Hexe. Darauf. Das müsste reichen. So, da war. So, der ist weg. Weg. Haut natürlich auf alle raus, natürlich. Wunderbar. Wunderbar.
Dann können wir eigentlich in den Automodus reingehen. Genau. Bleib am Boden. Achso, nee, da wollte ich ja gucken, was da ist. Was für eine Kiste. Oh, hätte ich fast liegen gelassen. Weil der Kampf mich schon wieder so verwirrt hat. Oh, schön 1,8 nur mitnehmen. Jawohl. Und tschüss. Ich hau rein. Let's get it done. Ah, die gleiche Kombi nochmal. Ich habe zum Glück gespeichert. Gut, trotzdem entkommen. Obwohl ein Gegner mehr jetzt da war, bin ich entkommen. Uiuiuiuiui. Da war aber wieder ganz schön was los in dieser Folge. Wenn es dir gefallen hat, dann gerne Daumen nach oben da lassen. Über einen Kommentar freue ich mich auch. Und das Abonnieren nicht vergessen, damit du auf dem Laufenden bleibst. Ansonsten gibt es hier noch eine Auswahl von ein paar hübschen, schönen Videos. Und ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Sage tschö mit Ö. Reingehauen und zum nächsten Mal.